Heute ist der große, ich schreibe unten was in die Kommentare Tag rein. Danke. Moin, Wendel, also hier. Ja, es gibt ein kleines Unboxing-Video mal wieder. Und zwar von der Get Digital Lootbox aus dem April 2020. Für März hatte ich eigentlich auch schon ein Video gemacht. Allerdings habe ich da von meinem Gimbal, den ich hier im Handy drin habe, von dem Tool zusammen das Video aufgenommen. Und irgendwie kriege ich das Video nicht gespeichert. Ich finde es auf meinem Handy nicht. Ich finde es in meiner Cloud nicht. Keine Ahnung, hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Entsprechend komme ich hier das Video ran. Daher gab es auch für März 2020 kein Unboxing-Video zur Get Digital Lootbox. Jetzt aber der April. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und falls ihr auch so eine eigene Box haben wollt, in der Beschreibung unten, kriegt ihr auch nochmal alle Informationen darüber, wo ihr die Lootbox herbekommt. Jetzt viel Spaß. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich habe es selber noch nicht ausgepackt. Geht also los. Bis bald, euer Metalizer. Und wie immer brauchen wir natürlich auch ein passendes Messer dafür, damit wir die Lootbox entsprechend aufmachen können. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, schauen, was in der April Get Digital Lootbox drin ist. Erstmal das Päckchen aufmachen hier. So, wir haben ein T-Shirt hier auf jeden Fall. Ein T-Shirt ist ja immer mit dabei. Und zwar ist das diesmal Taxi Service, Corbin, Dallas, New York, available 24 Stunden, 7 Tage und dann die Nummer dazu. Ist das aus, oh Gott, wie sagt der Film was? Wir schauen auf jeden Fall gleich rein, aus welchem Film es ist. Bin mir jetzt gerade, um ehrlich zu sein, nicht sicher. Wahrscheinlich mache ich mich jetzt gerade komplett lächerlich damit, aber naja, gucken wir mal. So, was haben wir noch drin? The Big Bang Theory, und zwar der Talking Pen. Der spricht wohl mit uns. Bazinga! 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 Howard! Howard! Penny! 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 Nice! Sehr witzig! So, was haben wir hier noch? Wir haben eine Vinylfigur, eine Mini-Vinylfigur aus Justice League. Mal gucken, welchen wir drin haben. Lass uns gleich mal überraschen, das machen wir gleich mal auf, damit wir schauen können, was da drin ist. Dann haben wir aus Harry Potter eine Vinylfigur und sogar die einzige, die ich halbwegs nehmen würde, wenn ich Harry Potter-Fan wäre, und zwar ist es Harry selbst. Packen wir auch gleich nochmal aus. Auch sehr cool. Okay, ich bin nicht so der riesen Harry Potter-Fan. Was haben wir noch hier? Element Steine Eiswürfelform. Das heißt, wir können Eiswürfel machen. Form für 4 Eiswürfel, je ca. 6 x 3 cm. Das sind also, da sind die Eiswürfel, die hier drin sind, stehen symbolisch für die vier Elemente: Wasser, Luft, Erde und Feuer. Was jetzt noch fehlt, ist bekanntlich das 5. Element. Aber solltest du keine Schönheit mit orangefarbenen Haaren da haben, erfüllt eine eiskalte Cola denselben Zweck sicher auch. Ja, sehr nice, okay. Packen wir auch nochmal aus. Die Eiswürfel, was haben wir hier noch? Habe ich noch was gesehen? Ja, haben wir noch mehr. Dead Rising 4. Was von Capcom. Müssen wir mal auspacken, gucken, was da drin ist. Bin ich jetzt dann doch schon mal neugierig. Aha, okay. Oh, wir haben hier, glaube ich, ein kleines MacGyver-Überlebensset. Hier haben wir eine Zange, die wir daraus basteln können. Dann haben wir ja, noch so ein kleines Messer hier. Aber es sind Dosenöffner, Nagelfeile. Noch ein Dosenöffner, Schraubenzieher, da weiterhin, ist von Frank West, also wahrscheinlich unser Charakter, der Charlie mit Dead Rising spielt. Hier ist eine Taschenlampe. Komme ich dir jetzt auch an, ist die nächste Frage. Ah, sie leuchtet sogar. Hallo YouTube.
Auch mit dabei, nice, nice, sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich nice, ziemlich fett. Danke auf jeden Fall, Gadget, an dieser Stelle. Ich teile für die Box natürlich selber immer noch. Ne? Also, ich werde nicht gesponsert oder so. So, was haben wir noch? So, hier ist da das Heftchen drin mit den Sachen, die wir bekommen haben. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was hier im Tütchen hier noch drin ist. Und zwar haben wir da die Outer Planets Alliance, ein kleiner Aufkleber. Dann haben wir ein Gewinnspiel. Und zwar eine limitierte 44 cm Statue von Bud Spencer im Wert von 450 Euro. Das müssen wir, glaube ich, gleich mal. Das müssen wir gleich mal freirubbeln. Also, wenn wir gewonnen haben, steht ja, wir hätten das gewonnen. In allen Fällen leider nicht. Ich glaube, wir haben nicht gewonnen. Aber hier steht jetzt drauf. Hier steht drauf, dass. Hier steht ein kleiner Spruch drauf. Und zwar, ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Zwei Himmelshunde auf dem Weg zur Hölle. Ja, okay, haben wir nicht gewonnen. Ist aber auch nicht schlimm. Ich bin sowieso nicht der riesengroße Bud Spencer, wenn wir ehrlich sind. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben jetzt hier noch ein Kaugummi. Und zwar Double Bubble. Nee, Double Bubble, Crybaby, Super Exit, Acid Sour. Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir packen erstmal von Justice League nochmal aus und gucken, was wir da für eine Menüfigur drin haben. Ich habe den Hulk irgendwo stehen schon. Das steht oben bei mir im Regal, steht der Hulk schon. Und? Wie hieß der noch? Ist das Aqua? Aqua. Nicht Aquaman. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, wie der Gute hier heißt. Ich komme jetzt gerade auf seinen Namen. Der wird aber gespielt von dem anderen, von dem Typen, der in Game of Thrones auch mitgespielt hat. Verwirrend, aber ja, er ist es. sehr schön. Harry Potter. Packen wir auch mal aus. Da ist sogar noch. Sehr, sehr nice. Da ist ja noch die Eule mit dabei und der Brief und sein Zauberstab ist auch noch mit dabei. Ja. Bin ich sogar schon fast da drin, das so um ehrlich zu sein. Sieht ganz schön aus. Ist auch super zum Verschenken, denke ich. So, dann haben wir, ich brauche meinen Harry Potter-Fan. Kennt. Ne? Was haben wir noch? Habe ich irgendwas. Ah ja, die Eis. Stimmt. Die Eiswürfel, die wollte ich nochmal auspacken. Gucken wir mal, was da drin ist. Das hier ist die Auflauf, also die Eiswürfel. Da macht man das Wasser einfach rein, dann werden daraus lustige, schöne Eiswürfel. Sehr coole Idee auf jeden Fall. Genau, wenn ihr wisst, welche Symbole für was stehen, also was ist Luft, Wasser, Feuer und so weiter, schreibt sie auch gerne in die Kommentare rein. Ich bin gespannt, ob ihr es rausfindet. So. Und, genau, Moment, hier ist da noch was drin. Noch ein kleiner Pin zum Anstecken. Und zwar, wer im Chemieunterricht aufgepasst hat, wird wahrscheinlich wissen, was es ist. Ansonsten schreibt es gerne unten auch unten in die Kommentare rein. Heute ist der große, ich schreibe unten was in die Kommentare Tag rein. Danke. So, wir gucken mal, was in der Lootbox denn in diesem Monat so drin war. Dead Rising Multitool für 14,95 €. Dann haben wir die Harry Potter Figur ebenfalls für 14,95 €. Ich bin wirklich froh, dass ich da Harry Potter bekommen habe. Vielen Dank auf jeden Fall. Shirt Corbin Dallas Taxi Service. Ist das aus das fünfte Element? Ich glaube ja, oder? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich meine, es ist das fünfte Element. Dann haben wir die Funko DC Mystery Minis aus der Justice League für 6,95 €. Den Big Bang Theory sprechenden Stift für 5 €. Die Element-Eiswürfel
10 Euro. Den Geek-Platten. Ich sag euch lieber nicht, was es ist. Ich frag mal Julia, ich glaube, die weiß, was. Die müsste eigentlich wissen, was es ist. Ich frag sie nachher mal. Mal gucken. Der Aufkleber OP Outer Planets Alliance ist aus The Expanse. Und. Im Upgrade war Legend of Zelda, die Stressebille, dann ein Super Mario Unterwasser-Level Glas. Werde sich übrigens der Linsen sehr darüber gefreut. Ich weiß, dass der Unterwasser-Level liebt. Und wir haben von Space Invaders ein Projektionslicht. Okay, wäre eine coole Sache gewesen. Genau. Ich muss mal gucken, ich war zu spät dran für das Upgrade, von daher hat sich das leider nicht ganz ergeben. Aber ja, genau, es gibt uns ein paar neue Sachen im Shop, die man auch mal sehen kann. Auf Get Digital kriegt ihr mehr oder einfach einen Link unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß, euer Metalizer. Ja, das ist übrigens nochmal das T-Shirt aus der Lootbox im vollen Detail. Ja. Ja, und an dieser Stelle danke ich dir, ja ganz besonders, ganz genau du, dir danke ich ganz besonders, dass du bis zum Ende geschaut hast. Ich habe hier noch ein Video für dich, einmal als Vorschlag und einmal das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Vielen Dank für deinen Support, bis zum nächsten Mal, dein Metalizer.